Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans Version 2.02 nach wie vor. Hat sich noch nichts geändert bei uns heute Abend. Also bei diesem Aufnahmeabend. Mit dabei ist wieder Kill Bill, ich umkreise ihn. Umkreise ihn, genau. Oh, ich habe Leck. Leck ist weg. Ja, Kill Bill ist da, genau. Pick Hunter leckt immer gerne. Oh ja. Sehr gerne. Super lecker. Es ist... Super lecker. Und mit dabei ist auch die Mary. Hallo. Hey ho, hallo. So. Super Blower. Und weil wir jetzt endlich mal in den komischen, in diese Tanzbar gehen wollen. Genau. Die Dancebar. Ich will nämlich Tänzerin werden. Benutzen wir das Traumkraut, hieß das ja, zwischen Tag und Nacht wechseln. Nein. Das wollte ich mir nämlich mal angucken, wie das ausschaut. Oh, ich muss natürlich auch einsetzen, ne? Nein! Ja. Voll krass, ich lecke. Nicht mehr. Was machst denn du hier? Ach, mein Rechner wird sich wahrscheinlich wieder kurz denken, ja, du kannst doch meine Festplatte defragmentieren oder so. Du hast zur Nacht geweckt. Boah, absolut leckfrei. Wie geil ist das denn? Total. So, wo ist jetzt wieder der Eingang zu dem komischen Puff, hätte ich beinahe gesagt. Ach, da ist oben, ne? Schnell, schnell zum Puff, ihr Zumach. Bevor die... Die sagen dann bestimmt ja, Klapp ist voll. Nee, noch nicht da runter, Mann. Der Puff ist nicht da unten. Ja, aber ich will, dass der Mann weggeht. Wir haben jetzt vergessen vorzulesen. Mensch, wenn wir jetzt zu spät kommen, da waren schon wieder 1000 drüber. Los jetzt. Na, wo ist er denn nur? Hier, nee, weiter, hier. Da, guck, da kam sogar Spanner. Gleich reinrennen. Oh mein Gott, das ist ein alter Kerl. Der Spanner ist weg. Oh, wegen dir, Mann. Unglaublich. Toll. Ey, Opa, was machst du nur drin? Geist! Unsinn! Ich arbeite tagsüber als Türsteher auf dem Schwarzmarkt, deshalb bin ich nie zu Hause. Ja. Und jetzt gibt's bestimmt irgendwo. Ja, jetzt will ich aber endlich in die Tanzbar. Jetzt ist aber. Warte mal, der ist doch rechts. Hier war doch noch was, ne? Ja. Toll, aber ich Spanner ist weg. Ich will jetzt in die Tanzbar, Mann. Ja. Dann bleib du da stehen, dann bist du der Spanner. Nee. Und die sind auch weg. Alles kaputt gemacht. Ja. Das sieht. Oh, cool. Gar nicht, nee. Willkommen. Kaufe dir. Wurfpfeil, Handaxt, Kürbisbombe, geil, Matt. Ja, die krassen Zauber hat er. Was brauchen wir so Schönes? Was? Schattenmünze. Mana Pottoöl. Das heißt wirklich so. Was? Mana Pottoöl? Pottoöl? Ja, Pottoöl, Mana Pottoöl. Die heißt wirklich so auf Japanisch. Ach, ich hab so da mal. Was steht Mama Pottoöl? Ja, Pottoöl. Steht Mama. Ach ja, da steht Mama. Ah, nee, stimmt. Das ist heißt Mama. Mama. Nee, das heißt, glaube ich, Mama Pottoöl. Das haut schon hin. Da geht's um Gegner. Die wirst du dann noch später noch sehen. Kürbisbombe, das ist auch. Stiehlt MP. Handaxt haut hin, das kriegst du von den Typen. Wurfeil, ja, das kriegst du von diesen anderen Assis. Gespensterauge, okay, das kriegst du von den Gespenstern. Das haut schon alles so weit hin, glaube ich. Aber kann man noch mal gucken, aber ich glaube, das haut hin. Du kannst nichts mehr tragen? Du bist voll, Mann. Du hast zu viel gesoffen. Ja. Sind voll die Schwachsinn. Ey, voll die Schwachlunden, ey. So reicht es ja. Weg damit. Nee, weg hier, Opa. Geh weg da. Los jetzt. Noch etwas. Ja. Ende. Auf Wiedersehen. Wie leckt denn das jetzt bei jemandem so voll dumm? So, jetzt hier, cool. Mary, bitte. Ich will Tänzerin werden. Los. Wir, die Aurora-Schwestern, sind die Hauptattraktion des Marktes. Sollen wir für dich tanzen? Ich will auch mit tanzen. Nein, ja, nein. Nein. Oder drück auch mal nein. Ich mach dann auf ja. Bald. Bling, bling. So, jetzt lass tanzen. Lass die Puppen tanzen. Lass die Puppen tanzen. Ja, drück ja. Geht los, Mädels. Cool. Ich will auch. Hey, wir sind in der ersten Reihe. Guck, wie die tanzen, Alter. Mach den Zack-Zack und BÄM! Besser. Unglaublich. Dann, yeah, was geht? Wenn die dann fertig sind mit Tanzen, stelle ich mich in die Mitte von dem Teppich und will mal gucken, ob die auf mir rumspringt. Nein, die zwingern. Hast du gesehen, die haben gezwingert? Unglaublich. Die finde ich geil. Du bist es. Nochmal. Oh, sollen wir nochmal für dich tanzen? Oh ja. Und jetzt auch wieder rumspringen. Mach dich kaputt. Bam. Ich bin die Hautattraktion.
Voll geil. Ist aber ziemlich dynamisch, die Animation, finde ich. Ja. Das finde ich voll cool. Links, rechts, klar. Links, rechts. Hm. Und dann schön hochmoven. Perfekt. Und swing off, swing off. Cool. Ich finde es krass, es kostet. Ja, echt mal. So, jetzt haben wir es auch genug. Nee, dann will ich keine Tänzerin mehr. Ich wollte kennen. Ja, will auch nicht kaufen. Ich will einfach kaufen. Ja. Willkommen, kaufen. Was hast du im Angebot? Wo? Eine Erdmütze, okay. Eine Hornkralle. Hornkralle. Sieht aus wie ein Ei. Ja. Das ist ein Ei. Ein Eikralle. Also, das ist definitiv keine Hornkralle, auf jeden Fall nicht. Das ist höchstens ein Hornei oder irgendwas. Vielleicht ist es ein Horn von einer Kralle. Nee, da muss das Special gucken, also das haut nicht hin. Minus Klaue haut hin. Sturmmünze, okay, ja, kann man. Vogel. Das ist auch eine Kralle. Hä? Also entweder sind die. Also diese. Grafik falsch. Entweder sind diese Bulle falsch oder es sind Eier. Also da muss man mal gucken. Also das haut definitiv. Sirenenklaue, okay, haut hin. Eismünze, okay. Poseidon Schuppe. Ach, das soll ein Schuppen sein. Diese Schuppe wird schon eher passen. Ja. Ja. Das sind aber vielleicht auch. Vogelschuppe ist auch cool. Vogelschuppe. Ja, also da muss man mal gucken. Also das stimmt da nicht. Krötenklaue, okay. Flammenmünze ist in Ordnung. Schlangenkralle. Also tut mir leid, das haut nicht hin. Was haben wir denn? Höllenhundklaue, cool. Aber geile Namen, ist in Ordnung. Aber die Eier oder Schuppen, da muss man sich mal einig werden, was das ist. Ja. Ja. Ansonsten ist in Ordnung. Auf Wiedersehen. Gibt's ja sonst noch und was? Der hier oben, ja, der oben hier ist dann später einer. Oh, hier ist der Sultan. Nee, da ist später einer, der verkauft uns dann diese Pogo-Trommel da hier. Und der hat das Sklavenhandel. Genau. Oh, Sklavenhändler. Es tut mir leid, wir sind ausverkauft. Alles Sklaven schon ausgepasst. Mein letzter Sklave. Meine letzten Sklaven bin ich gerade erst losgeworden. Verdammt, dann würde ich mir doch unbedingt einkaufen, ey. Ja, echt. So ein Sklave von meinem Gebrauch. Gerade war das Angebot, 2 mit 1 und so, ne? Hm. Ein Kind, das sich für einen Prinz hielt. Das ist kommt falsch, morgen. Das muss mit einem S. Was? Das muss mit einem S geschrieben werden. Ach so, ein Kind. Das ist, ja stimmt, ja, du müsstest davor unter, ja. Ein Kind, das ich für einen Prinz hielt. Hehe, kommt morgen wieder, dann habe ich neue hier. Was, neue Kinder oder was? Kinderhandel. Ja. Vielleicht sollte man an dieser Stelle welches schreiben, um das mit dem Doppel-S zu umgehen. Mary, du bist am Start. Ja, oder das, ein normales das halt, aber ohne 2. Ohne 2 auf jeden Fall. Hm. Mary, du bist am Start. Was? Das muss Elliot gewesen sein. Das muss Elliot sein, wo ist der? Was? Du kennst den Jungen? Den Piss, ey. Ich verkaufe sie nur. Ich achte nicht großartig darauf, wer sie mir abkauft. Junge, kriegst du ja mit meinem dicken Stock, Junge. Hilfe! Okay, okay. Ein Mann mit roten Augen hat ihn gekauft. Oh nee, nicht der komische Zauberprinz, Mann. Das ist alles, was ich weiß. Ich schwöre. Geil, ich bin kopflos jetzt. Leute wie du machen mich krank, deswegen hack ich dir den Kopf jetzt an. Hehe, ich höre auf damit, okay? Ich werde mich ändern. Bist du nur zufrieden? Da wird auch was sagen. Hehe, ich bin clean, ey. Ich komm klar auf mein Leben. Ich werde mich ändern. Ich habe schon 2 Wochen keinen mehr verkauft. Ich bin jetzt clean. Ja. Glaub ich dir nicht. Kopf ab. Ich krieg mein Leben wieder in den Griff, okay? Ein Mann mit roten Augen. Ein Mann mit roten Augen. The man with the red eye. Wir werden sehen, was diese Prophezeiung sagen wird. Willkommen auf dem Schwarzmarkt. Hier bekommt ihr Zeug, das ihr sonst nirgends findet. Oh ja. Kinderhoden. Das ist nochmal eine. Oh mein Gott. Das ist eine Frau, oh mein Gott. Du bist eine Frau, Mary, los geht's. Deine Zukunft wird gänzlich vom Schicksal bestimmt. Sie lässt sich nicht ändern. Die Schicksal. Sie lässt sich bestimmt nicht ändern. Sie lässt sich nicht ändern, ja? Die Schicksal. Stimmt. Das stand bestimmt nicht ändern. Das stand bestimmt. Deine Zukunft wird gänzlich vom Schicksal bestimmt. Sie lässt sich nicht ändern. Ach so, die stimmt. Zukunft, okay. Ja? Okay, ja, das war ja, natürlich dann auch nicht korrekt lesen. Ich tanze jetzt also, eine Runde für euch. Juhu, nee, Fakt auf jeden Fall, das weiß ich hier oben. Dancing ist dann wieder ein Händler. Was? Und der verkauft uns dann diese Pogo-Trommel. Ja. Der kommt dann hier hin. Ja. Aber der ist noch nicht da und deswegen kommen wir eigentlich schon wieder abdissen. Ja. So sieht's nämlich aus.
Wohin jetzt? Da geht's. Wollen wir Schiff fahren, oder was? Nee, eigentlich. Ich wollte noch mal gucken, ob der Pisser, ob der. Oh ja, da ist der Spanner. Ob der Spanner. Oh, ist schon. Nein. Blöder Spanner. Ich hoffe, dass der ist. Südlich von Bize liegt die Vulkaninsel Buka. Der Vulkan soll kurz vor dem Ausbruch. Das haben wir aber schon. Naja, haben wir doch gesagt. Ja. Ja, lass mal zu dem Penner gucken. Zu dem, guck nochmal hier rüber, komm, für mich nochmal. Nein. Ich will den Spanner sehen. Nein, der ist doch weg. Nein, nein, der muss nicht weg sein. Nein. Nein. Die Fahrt nach Palo kostet 50 Luke pro Passagier. Kommt ihr 150 dann? Guck, passt jetzt mal auf, ob jetzt wirklich 150 abgezogen werden. 50, okay. Nicht 150. Pro Person 50. Und es werden tatsächlich 150 abgezogen. Oh mein Gott. Hm? Blinkerlichten! Ich hab die Augen zu, ich bin der Kapitän, ich darf das. Der Kapitän. Der Abzocker! Boah, ist ja voll das Turboschiff. Ich der Kapitän. Ne, klar, das Megaturboschiff. Boah, geil. Wie das aber schon bei vielen anderen Spielen genauso ist, wenn man schräg nach unten oder schräg nach oben läuft oder fliegt oder wie auch immer, dann ist es immer schneller. Meinst du? Ja, bei Diablo 2 war es auch so. Du meinst, bei Diablo ist es nicht bei jedem Spiel. Fischerstadt Palo. Danke fürs Mitfahren, bitte komm wieder. Arr. Guten Tag. Boah, krass, Alter, krass. Yo, Bro. weiß ja nicht, wer ich bin? Ist das Isabellas Werk? Hey du, sag was! Herr Soldat? Ich bin Soldat? Ach ja, stimmt. Palo, gehört nun zum Königreich Navarre. Ihr müsst euch uns fügen. Deine Mutter fügt sich dir, Junge. Ey, Mutter, Alter. Verdammt, Isabella. Anscheinend steht sie, steht die gesamte Armee unter ihrem Bann. Klack. Oh, Mary, schlechte Idee. Lass uns einfach jeglichen Ärger vermeiden, okay? Ach, komm, nein, ich will den hauen. Ich denn nicht killen muss, so. Voll ab. Ich muss meine Impression rauslassen, okay? Eigentlich hey, könnte man da Damn schreiben oder Safe. Oder? Was sagt ihr? Eigentlich könnte man da Damn oder Safe schreiben. Murmel. Dieses gepunktet ist dann an, bitte. Immer so. Murmel. Ich weiß nicht, es gibt das heißt immer das so. Aber da kann doch nicht jeder so reden, ist doch eine irgendwie. Wehe, der hat jetzt hier coolere Klamotten als das, was wir gerade gekauft haben. Nein. Was ist denn überhaupt ein Scheibendeutsch? Ich hoffe, den gibt auch. Schätz mal, den gibt. Same Zeugs, was der hier verkauft. Nichts Neues. Murmel. Murmel. Tja, wo gehen wir jetzt hin? Ja, hier können wir mit den Leuten reden, können wir hier knicken. Ja. Höchstens mal hier reingehen und mit den Leuten reden. Achso, im Innen wird es wahrscheinlich nicht so viele geben, die reden. Speichern. Ja, speichern, gut, das ist die ja. John, ich speichere. Oh. Ja. Im Grunde so spät in der Nacht, du wirst Schlaf brauchen. Schon keiner von euch lesen will. Bist du über Nacht bleiben, das kostet 90 Luke. Ne? Kannst du knicken? 55, 43, oh ja. Richtig. Correcto. Ich geh trotzdem ins Bett. Ich hab nicht bezahlt. Nein, gehen dann ein, nein. Okay. Nein. Ich schlaf hier hinten. Geht da ab. Tja, wo gehen wir jetzt hin, Ma? Ja, na? Hoch. Keine Ahnung, in die Häuser. Das war das falsche Haus. Ja, hoch. So. Oh, runter. Der Rüstungsmann. Der hat bestimmt auch nichts Besseres. Aber boah, ich hab die japanische Waffenliste gefunden. Ausgezeichnet. Oh, da gibt's doch was. Cooles. Oh, doch, hier, Helme. Hier. Ein Punkt. Na gut, ein Kriegerband. Kibbel, du hast jetzt ein Kriegerband bekommen. Turban! Oder ein Turban! Ich kaufe mir einen Turban. Oder Leatherhelm. Der Leatherhelm. Auf Wiedersehen. Passt du schön zu meiner Lederstachelwesten. Ja, immer ein rotes Stück Kleid hier im Spiel. Äh?
So. Meine Feder. Und wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Geil, ich hab die japanischen Rüstungen endlich. Juhu. So. Ja. Dieser Part ist schon wieder vorbei. Echt? Ja. Also, wir werden euch sagen, was es eigentlich auf sich hat mit dieser Letter Rest, ne? Achso, ja, wir hatten ja schon philosophiert, was das eigentlich sein könnte. Achso, diese Stachel, diese? Ja. Ne, Dornenleder. Diese Dornenleder hatten wir philosophiert, genau. Und da sind wir drauf gekommen, dass es entweder eine Stachelweste sein könnte oder eine Lederrüstung. Oder eine Lederrüstung vielleicht. Also, wir sind uns nicht einig geworden. Deswegen haben wir geschaut, dass wir eine japanische Übersetzung daher kriegen. Und das ist uns auch jetzt gerade gelungen. Das werden wir aber am Anfang der nächsten Folge sehen. Also, beglückt uns wieder. Bis morgen. Macht's gut. Bis dahin. Macht's und tschaußen. Tschüss.